Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir sind heute wieder da, um über Motorräder zu sprechen. Und zwar, um die 7 stärksten Elektromotorräder auf dem Markt zu entdecken. Bevor Sie beginnen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die nächsten Nachrichten nicht verpassen. Fangen wir an. Lassen Sie uns die 7 leistungsstärksten E-Motorräder herausfinden, die es derzeit auf dem Markt gibt. Liebhaber der amerikanischen Marke wird es freuen zu erfahren, dass Harley-Davidson seit August 2019 ein E-Motorrad anbietet, das wirklich einen Blick wert ist. Livewire ist das erste Elektromotorrad der Marke. An diesem Modell finden wir Showa-Fahrwerke, Brembo-Bremsen und Michelin-Scorcher-Reifen. Im Inneren dieses neuen Babys finden Sie einen neuen Elektromotor. Den HD Revelation, der über 100 PS entwickelt und in der Lage ist, in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Das Ganze passiert auf einem kupplungslosen Getriebe und damit auf dem Wegfall der Gangschaltung. Die Batterie soll eine Reichweite von 235 Kilometern im Stadtverkehr ermöglichen. Zusätzlich zu den großartigen technischen Spezifikationen ist das Biest mit dem HD Connect Service ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Motorrad mit einer mobilen Anwendung zu verbinden und alle Informationen direkt auf Ihr Smartphone zu bekommen. Schließlich bietet das Livewire 7 wählbare Fahrmodi, die eine elektronische Steuerung der Leistungscharakteristik des Motorrads und des Eingriffsgrads des Sicherheitsbremssystems, auch bekannt als RDRS, ermöglichen. Es gibt 4 vorprogrammierte Modi und 3 weitere anpassbare Modi. Die amerikanische Marke Zero Motorcycles hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 2019 zu einer Referenz im Bereich der Elektromotorräder entwickelt. Der SR fährt mit schönen 190 Nm Drehmoment und 110 Pferdestärken. Mit einer einfachen Drehung des Handgelenks bringen Sie das Biest zum Schnurren und erreichen 100 km/h in 3,2 Sekunden. Er ist mit dem hauseigenen Cypher 3 Betriebssystem und der Bosch Stabilitätskontrolle MSC ausgestattet. Die Leistung wird nun mit einer viel intuitiveren Steuerung kombiniert, die ein außergewöhnliches und einfaches Fahren auf jedem Terrain ermöglicht. In der Tat ist die SR das erste voll intelligente Motorrad überhaupt. Dies ist dank einer Anwendung der neuen Generation, einem vollständig anpassbaren Dashboard und dem berühmten Cypher 3 möglich. So können jederzeit alle Daten zwischen Fahrer und Bike kommuniziert werden. Schließlich können Sie mit dem Akku des SR ohne Bedenken 259 Kilometer in der Stadt fahren. Genug, um einige großartige Fahrten zu genießen. Nach seiner Gründung auf dem kanadischen Territorium enthüllt Lito Motorcycle 2019 seine neue Generation von Elektromotorrädern. Der Lito Sora 2.0 wird mit einem permanent magnetischen, flüssigkeitsgekühlten Elektromotor aufgehübscht. Dieser Motor wird durch einen Rückwärtsgang unterstützt, um das Manövrieren für den Fahrer zu erleichtern. Vor allem aber liefert dieser Motor 108 PS und ein konstantes Drehmoment von 90 Nm, womit das Bike in 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erreicht. Dieser Motor wird von einer schönen Batterie begleitet, mit der Sie in der Stadt 300 km Autonomie erreichen können. Die zweite Generation des Sora behält die gleichen Abmessungen wie sein Vorgänger, mit dem er auch den gleichen Aluminiumrahmen teilt. Der Sora 2.0 verfügt über eine Carbonfaserkarosserie und Robotox-Felgen. Das Ergebnis: der schöne Sora 2.0 bringt gesunde 11 Kilo auf die Waage. Die restliche Ausstattung bleibt ebenso hochwertig mit Elementen von Rizoma, einem 6 Zoll Multifunktions-Touchscreen, der ein GPS integriert und einer LED-Beleuchtung, die sich in Kurven anpasst. Das Energica EVA-Motorrad ist die nackte Version des Energica Ego. Wir finden also auf der Ebene der Motorisierung einen Motor mit 145 PS und einem Schlag von 250 Nm. All diese Leistungen machen es möglich, in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 zu kommen. Seine Reichweite beträgt mehr als 400 Kilometer in der Stadt und 200 Kilometer außerorts. Genug, um lange Zeit Spaß auf den Straßen zu haben. Das EVA ist ebenso sportlich wie urban und bietet eine durchsetzungsfähige Sitzposition, ohne dabei völlig gebückt zu sein wie ein Rennrad. Das Armaturenbrett verfügt über einen GPS-Sensor und ermöglicht die Bluetooth-Kommunikation mit Ihrem Smartphone.
Schließlich bietet das EVA 4 Fahrmodi, die von urban bis sportlich reichen, sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten. Nach der Veröffentlichung des LS218, dem schnellsten Elektromotorrad der Welt, stellt das kalifornische Startup Lightning 2019 sein neues Baby vor, das Strike. Der Strike sieht aus wie ein schönes Sportbrett und ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich. Während sich die Optik nicht verändert, brummt der Motor je nach Modell etwas lauter. Der Preis des Strike ist weltweit recht attraktiv, aber seine technischen Spezifikationen sind dennoch sehr interessant. Der flüssigkeitsgekühlte Elektromotor bietet in der Standardversion des Bikes 90 PS und 245 Nm Drehmoment. Das Ergebnis ist eine Höchstgeschwindigkeit von 241 km/h und eine Reichweite von fast 200 km in der Stadt. Ausgestattet mit einem 3,3 Kilowatt Ladegerät kann das Bike in 3 Stunden aufgeladen werden. Wenn Sie ein 6,6 kW Ladegerät haben, halbiert sich die Ladezeit. Vor einigen Jahren präsentierte der amerikanische Hersteller Mission Motorcycles das Mission Air. Dieses Elektrosportbike tritt in die direkte Konkurrenz zu Verbrennungsmotoren. Das Bike wurde rund um einen 150 kW starken Infinitive Drive Elektromotor entwickelt. In seiner Top-Version erreicht er 240 km/h bei einer Reichweite von 225 km in der Stadt. Dazu kommt ein Drehmoment von 180 Nm und Sie erhalten eine echte Kriegsmaschine. Das gesamte Fahrwerk bleibt bei allen drei Versionen gleich und ist nach wie vor auf dem höchsten Niveau. Es gibt einen Aluminium- und Chromrahmen, Ohlins-Federung vorne und hinten, Brembo-Bremsen und geschmiedete Aluminiumfelgen von Marchesini. Mit 80 km und 1000 Nm Drehmoment ist der von Verge signierte Motor der erste voll integrierte Elektromotor. An diesem Bike finden Sie keine Kette, kein Öl und können eine minimalistische Wartung genießen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in weniger als 4 Sekunden ist der Verge TS ein wahres Technikwunder. Sein futuristisches Aussehen lässt es gut aussehen, aber das ist noch nicht alles. Die speziell entwickelte Batterie bietet je nach Fahrweise eine Reichweite von 200 bis 300 Kilometern. Mit einem DC-Ladegerät kann man nach 15 Minuten Ladezeit eine Reichweite von 100 Kilometern erzielen. Schließlich ermöglicht das Onboard-Ladegerät dem Fahrer, den Akku überall in 4 Stunden aufzuladen. Und das war schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zögern Sie nicht, es zu liken. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, alles zu abonnieren und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie nichts verpassen. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Machen Sie es gut und bis bald. Auf Wiedersehen.